Diese Band tourt jetzt halt, um diese Platte vorzustellen. Das heißt, um den Verkauf ein bisschen anzukurbeln. Nicht, dass ich sagen will, Bands würden ungern auf Tour gehen, aber es ist immer eher so der harte Teil der Arbeit. Im Studio kann man immer schön rumfrickeln, aber dann die Tour, das ist wirklich richtig anstrengend, aber es muss sein, sonst steigt einem die Plattenfirma auf den Kopf. Anders ist das bei der Kelly Family. Es ist jetzt schon echt richtig lange her, dass sie ihre letzte Platte rausgebracht haben. Und wenn sie jetzt noch touren, dann ist das sicherlich keine Promotion, sondern einfach nur Spaß am Miteinander mit den Fans, mal die Reaktionen von dem Publikum zu erleben. Und ich glaube ehrlich gesagt, dass es denen viel wichtiger ist, auf der Bühne zu stehen, als richtig viel Kohle mit Schallplatten zu machen. Sonst würden sie vielleicht mal langsam wieder eine rausbringen. Also, ich würde mal sagen, es ist mal wieder langsam an der Zeit für eine neue Kelly-Family-Platte. Seht ihr das auch so? Hm? Nun ja, Jimmy zum Beispiel spielt auf der Tour seinen neuesten Hit Na 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 in Frauenkleidern. Und ansonsten gibt es auch sehr, sehr viele neue Songs, die noch gar nicht auf Platte gepresst sind. Viel Spaß mit der Kelly-Family. Die Kelly Family. Open Air 1996. 20 Stadionkonzerte in Deutschland und Europa stehen bis jetzt auf dem Tourplan. Eine starke Familie mit einer eingeschworenen Fangemeinde. Sometimes I wish I were an angel. Wie sie zusammenhalten, das gefällt mir. Die Kelly sehen halt gut aus. Sie sind nicht so wie die Michael Jackson. Jimmy und... Weil er einfach so goldig aussieht und weil er eben, ja, weil sie gute Musik macht. Spektakulär ist schon der Showstarter. Spaßvogel Jimmy sorgt als Putzfrau verkleidet für die erste große Überraschung. Das ist eine Frau, die ich kenne, die bei mir ist, irgendwo drinne. Und die tritt manchmal auch in den Knallhart. Wir haben uns so entwickelt. Ich meine, wir machen das so lange jetzt. Und wir haben auch öfters mit viel größer, also im letzten Jahr auch, in der letzten Tour, auch mit viel großen Open Airs. Und in Wien dafür 250.000. Es ist jedes Mal sehr aufregend, aber wir haben nicht so einen riesen Lampenfieber, finde ich. Über 30 Songs in 2,5 Stunden. Ein wahrlich stressiges Programm für die Kellys. Zumal sie auf Patricia verzichten müssen. Kurz vor Tourstart fiel ihr eine schwere Kaffeemaschine auf den Kopf. Sie leidet unter einer Gehirnerschütterung und muss sich schonen. Dennoch meistern Paddy, Angelo und Co. ihre Auftritte mit Bravour. Selbst wenn 100.000 sehnsüchtige Augen auf sie gerichtet sind, ist ihr Publikum für sie niemals nur eine anonyme Masse. Kontakt. Maite ist da mehr erfahren. Sie hat mir doch gestern gesagt, Paddy, ich habe gestern einen super Flirt mit einem Jungen gehabt. Von der Bühne aus. Nesthäkchen Angelo hat seine neue Berufung im Schlagzeugspielen gefunden. Nach seinem Stimmbruch spielen seine Geschwister nun bei fast allen Songs nach seinem Rhythmus. Ich singe ein paar Lieder, aber meiste Lieder bin ich am Schlagzeug, weil es gefällt mir am besten und die anderen gefällt das auch und deswegen, naja. Mit meinem Lehrer habe ich auch viel gemacht, zu Hause im Keller. Und da haben wir die ganzen, auch das Solo haben wir auch und alles Mögliche. Er hat die ganzen Schlagzeuge in die neue Platte auch gespielt, ne? Genau, das auch. Einer der wenigen Songs, bei denen Angelo seine Stimme erhebt, ist die neue Single I Can't Help Myself. Sie ist der krönende Abschluss eines jeden Kelly Open Airs. And I love you, I want you, I wanna talk to you. Wir testen die Lieder immer bei den Konzerten aus. Und bei dem Lied haben wir eine besondere Reaktion gemerkt. Auch vor allem in den jüngeren Fans von uns. Und
Und jetzt ist es auch in den Bravo Charts reingekommen, bevor es überhaupt raus war. Erstmal auf 30, dann 26, 24, 16 und diese Woche ist es auf 5. Und das Ding ist noch nicht raus, aber danke, dass ihr die Lesebriefe geschickt habt. Wer die Kellys live erleben möchte, aufgepasst. Für August sind noch 7 Open Airs geplant. Kommt gut nach Hause! Bis nächste Mal! Die Kelly Family und ihre Never Ending Tour. Ja, ihr Leben besteht wirklich nur aus Konzerte geben. Aber das funktioniert wahrscheinlich auch nur deswegen, weil hier und da mal ein Mitglied der Band zu Hause bleiben kann, sich ein bisschen entspannt und regeneriert, wie zurzeit Patricia, weil es ja genug andere